Moin Freunde, schön, dass ihr wieder da seid bei 1er Spitzensahne und Inferna. Part 6 dürfte es sein, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Oder Part 5, besser gesagt, weil der erste war ja Part 0. Ja, wir müssen 12 Schattenwölfe. Oh, der erste Start ist immer so lay, ne? Ah, naja, darüber können wir hinwegsehen. Wir gehen jetzt ein paar Schattenwölfe, die müssten so ungefähr hier sein. Müssen wir erledigen. Ich weiß tatsächlich nicht. Oh, wir müssen eigentlich auch mal wieder in die Stadt, ne? Ja. Komm, den Riss, den machen wir noch auf jeden Fall. Auf ganz entspannt, damit wir ein bisschen Punkte farmen. Ich muss gerade mal gucken hier auf der Tastatur. 7, so. Genau. 3. Und 5. Ach Quatsch. Sollte ich eigentlich nicht. So ist das. Dann müssen wir mal gucken. Der Riss wollten wir noch schnell machen. Dann bin ich gerade am Denken. Am Denken ist immer so eine Sache. Wenn der Steven denkt, dann kann er sich nur auf eine Sache konzentrieren. Ich bin auch so ein richtiger Mann einfach. Ne? Multitasking ist halt überhaupt nicht drin. Und irgendwie bin ich gerade überlegen gewesen, ob ich eventuell irgendwas im Hintergrund offen habe, was den PC ein wenig Ressourcen ziehen könnte. Aber ich bin mir nicht sicher. Da waren jetzt keine Schattenwölfe mit bei, ne? Doch, da. Warte, einer habe ich doch gesehen. Aber das ist ein hungriger Schattenwolf. Ich bin tot, nice. Ja, damit wir den Screen auch mal sehen, dachte ich mir, lasse ich mich einfach mal kurz finishen. Ich habe nie diese HP-Leiste im Kopf, ne? Nie, wirklich. Echt unglaublich. Ah ja, was willst du tun? Na, und das war der letzte, oder wie? Kann doch nicht sein, ja. So, gehen wir weiter. Junger Schattenwolf, die brauchen wir nicht. Wir brauchen einen richtigen Schattenwolf. Dann glaube ich weiter oben, wenn ich mich nicht irre. Da dürften die sein. Da sind Schattenwölfe, 2 Stück. Da sind auch noch Schattenwölfe. Hier sind auch noch Schattenwölfe. Ja, super. Dann sind wir hier richtig. Genau. Zack. Neun Stück. Ich meine, die kriegen wir locker hin, ne? Nur noch so, zack, zack. Jetzt sind es nur noch 6. Genau, dann kriegen wir das auch noch hin. Zack, zack. Dann waren es nur noch 3. Dann die anderen 3 kriegen wir auch noch. Ich hoffe, wir kriegen jetzt mal was Schönes. Vielleicht mal eine neue Waffe als Belohnung, aber ich glaube nicht dran. Ja. Rostige Klinge, naja, komm. Machen wir noch ein bisschen weiter hier. Das auch noch, zack. Haben wir keine. Haben wir gerade tatsächlich gar nicht mehr, ne? Spot. Ich dachte, wir hätten noch Spots gehabt. Hm. Schade, hätte ich hier mal einen reingepfiffen. Ab und zu sind ein paar Drops dabei, ne? Das nervt ein bisschen. Das könnte an den neuen Codec liegen, den ich habe. Naja. Weil die letzten Videos, die waren alle so ein bisschen schwammig. Ich weiß auch nicht warum. Ganz komisch. Würde aber schon gern noch ein Level abkommen, bevor wir jetzt runtergehen. Zumindest in dem Part.
Ich sage, das wird immer schwieriger bzw. länger. Deswegen glaube ich, dass wir mit steigendem Level auch steigende Parts bzw. steigende von der Länge her, ne? Komm, wir machen mal ein großes Schwein hier weg. Tack, tack, tack. Hier noch ein Schattenwolf. Und danach muss ich auf jeden Fall, ne, das ist das nämlich immer. Das ist ganz komisch, die Performance. Ich weiß auch nicht, mit welcher Engine das hier gemacht wurde. Unity scheint es ja nicht zu sein. Oder Unreal. Ich weiß nicht, mit welcher Engine die arbeiten. Ist immer ganz komisch. Auch wenn man in Städte geht, das ist dann manchmal echt so hardcore am Laggen. Beziehungsweise diese Mikro-Ruckler, dieser, die einmal. Und was sie auf jeden Fall fixen sollten, ist nicht Anti-Analyzing, sondern V-Sync. Weil das ist echt gerade hier unten in diesem Bildschirmbereich immer echt Horror. Ja, willst du machen. So. Oh, ich bin ja fast tot. Ja, das habe ich nicht so auf dem Schirm. Das tot sein. Tap, 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 den Wolf noch hier. Dann hoffe ich, dass es ja, den Wer ist diese? Hä? Ich dachte, ich hätte ihn gedroppt. Naja. Ja. Jaylina, unsere Jaylina. Dann haben wir noch Gold. Ich denke, wenn wir auf den hier keinen Bock mehr haben, machen wir mal einen neuen Charakter. So, komm mal weg. Bisschen Gold droppen. Wollen wir mal einen Bär versuchen? Komm, wir versuchen mal einen Bär. Machen wir mal so, zack. So. Da. Geht ja super easy, oder? Kommen die noch und dann sind wir auch Level up. Sehr schön, zack. Dann machen wir noch so. Zack, kommen wir in Level up. Wunderbar. So soll es sein. Und jetzt können wir zurückgehen. Wie lange ist der Part? 8 Minuten. Das ist top. Dann gehen wir zurück. Wir gucken mal durch, ob wir irgendwas Schönes haben für unseren. Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Hier haben wir Handschuhe, die sind aber viel schlechter. Das ist ja viel schlechter. Ja. Ziehen. Halbdämon. Guck mal, die sind besser. Plus 1. Nehmen wir die. Nehmen wir die jetzt an? Ja. Ja. Ist gut, dann sind wir ein bisschen schneller. Zaubergeschwindigkeit. Aha. Ja, gerade irgendwas aufgehoben. Ach, der war das, ne? Tja, wo willst du ihn? Ja, es gibt halt irgendwie Bewegungsgeschwindigkeit, aber der hat halt mehr Verteidigung, ne? 5 Verteidigung, ne? Naja. Gute Arbeit. Was haben wir? Ring des Glücks. Okay. 16 junge Schattenwürfe. Müssen wir schon wieder. Naja. Okay, was ist jetzt an dem anders? Stärke 1 hat er auch. Sachen gibt's. Naja. Gut. Ja, dann beenden wir den Part, würde ich sagen. Wir gehen dann im nächsten Part wieder hoch und ich muss mir jetzt erstmal die Aufnahme anschauen. Ich hoffe, das ist alles gut. ja, aber ich denke, das wird schon. Gut, Freunde.
Dann kann es in diesem Sinne, John Apollo Episode, bis zum nächsten Mal. Euer Steven. Von 1A Spitzensahne. Bitte lasst ein Like da und würde mich über ein Abo freuen. Und wer das nächste Mal wieder reinschaut. Peace out, Leute.